Also ja, hier sind Holzfäller. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen und Holtwin. Holtwin, bist du das? Ja, Himmel, Orken, Wolkenbruch, komm her! Oh, verzeiht. Wir haben eigentlich jemand anderes erwartet. Ihr seid Holtwins Freunde. Ich habe ihn gerade vor einer Gruppe Banditen gerettet. Hier das Essen, das er bringen sollte. Seine verdammte Orkerei, der arme Holtwin. Diese Banditen werden auch immer dreister. Kann mir gar nicht vorstellen, dass da der Räuberhauptmann Humbert hintersteckt. Hoffentlich rappelt sich der Holtwin bald wieder zusammen. Ja, heilige Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da heilige Scheiße steht. Diese Bäume hier fallen doch nicht von alleine. Ja, bei allen Stinkdämonen. Seid gegrüßt. Gruß zurück, bis bald. Ach, noch mehr Feuerfliegen. Aber vielleicht habt ihr Holz. Also Ulmenholz habt ihr schon mal in euren Dingern. Ja komm, schalten wir diese Feuerfliegen hier aus. So, und wir haben Brotzeit abgeschlossen. Die Hölzelle wurden auch trotz des Zwischenfalls versorgt, sodass sie weiterhin ungeschützt ihre Arbeit verrichten können. Mhm. Das ist der Durchgang, den ich gesucht habe, aber erstmal will ich noch hier nach oben. Dann gehen wir hier unten durch. Hier scheint wenigstens auch noch etwas die Sonne. Wir gucken mal, wer Alvene ist. Sie sieht ja auch fast wieder wie eine Hexe aus. So wie sie hier rumgeistert. Oh, Wildschweine. Krötenschemel. Sei gegrüßt. Ich treffe nicht jeden Tag Reisende wie dich im Wald. Erzähl mir mehr vom Wald und der Jagd. Mehr Jagdzeug erzählen, da kommt es auf zwei Dinge an. Du musst dich richtig bewegen, um das Wild nicht zu verschrecken. Und du musst mit dem Bogen gut umgehen können, um es zu treffen. Eine gute Jägerin tötet ihre Beute mit einem Schuss, schon allein damit das Tier nicht leiden muss. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Es tut mir leid, aber ich kenne dich nicht kaum. Man sollte immer aufpassen, mit wem man sein Wissen und sein Können teilt. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ich muss los, bis später. So. Die Wildschweine kloppen sich mit Bannstrahlern. Holzleim und Pfeilspitzen. Die haben Wildschweine. Na gut, sonst hätten wir sie töten müssen. Nein, nicht öffnen. Ich will Falle entschärfen. Okay, 20 Pfeile für dich. Dann halten die Jagdpfeile etwas länger. Okay, das kann ich nicht anmichen. Kann ich nicht lesen, ohne es an mich zu nehmen. Was ich jetzt auch nicht unbedingt möchte. Und hier sind die Wildschweinchen. Sanja. Ja.
So, das mal zu dir. Das zu dir. Ist was auf der zweiten Seite gelandet? Nein. Oh, geht's hier noch? Wohin? Geheime Höhle hinter dem Wasserfall vielleicht? Ah, das sieht nach einem Nebeneingang aus. Oder nach einem Ausgang. Okay, jetzt gehen wir unter der Brücke, also der natürlichen Brücke, durch und gucken mal, was auf der anderen Seite davon noch zu finden ist. Und ja, dann geht's zu Josephine zurück. Weil eine andere Wahl haben wir nicht. Also ja, Alvene, so wie sie aussieht hier, ist sie auch eine Hexe höchstwahrscheinlich. So wie sie hier einfach rumwohnt. Scheint auf die Holzfäller Acht zu geben. Ja, bei all. Okay. Ja, weil hier sind noch Sachen zu finden. Und wenn wir etwas weiter näher rangehen, sind wir jetzt nördlich von diesem Felsen. Ja, genau. Hier sind wir ja reingekommen auf der Südseite. Ah, da sind sie. Cornicinis, oder wie sie heißen. Cornicinis. Ja. Ach, Wölfe. Alaoyama, Aldraso. So, wir hatten wieder keine Wahl. Also einen konnte ich vorübergehend sanftmütig machen, aber das hebt auch nur eine Minute. Aufgepasst!
Eigentlich wäre es ja schön, wenn das dauerhaft anhalten würde. Und man es einfach auf eine ganze Tierkuh machen könnte. Aber nein, der Wolf ist jetzt wieder aggro. Also der Wolf mag uns jetzt wieder nicht mehr. Okay, hier hinten ist noch ein Zelt. Ihr da! Helft uns, hinter Götternamen! Diese Geisterkreaturen greifen uns an! Oh. Die geben wenigstens Erfahrungspunkte. Mein Atem geht ruhig. Horax. Bei Anroschbar. Das bin ich, Candidus. Sammler. Lass das mal vorkommen. Okay, jetzt bräuchten wir langsam für Breno hier ein Balsam. Aufgepasst! Für Ardo! Am besten noch ein Balsam für Forgrim. Diese Schattenwesen sind ohne Vorwarnung erschienen und griffen uns an. Ich habe dem Inquisitor ja gesagt, es ist Wahnsinn, die Hexen des Dunkelwaldes herauszufordern. Aber er wollte nicht auf mich hören. Aber lassen wir das. Ich stehe in eurer Schuld. Wenn es irgendetwas gibt, was ich für euch tun kann, sagt es mir. Ja, kann ich euch ein paar Fragen stellen, während ich... Wenn du ja so des Durins nennt man mich. Ich will in die Ruine der Blutberge gelangen, aber dieser Zauberwall ist im Weg. Dieses gottlose Werk wird nicht lange Bestand haben im Preisnamen. Ich schlage vor, ihr beratet euch mit dem Großinquisitor über den magischen Wall. Seine Gegenflüche kann keine Zauberei widerstehen, aber erwartet euch keine Gefälligkeiten. Der Großinquisitor ist ein beschäftigter Mann. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? So sprecht. Was wisst ihr über diesen Wald? Die nächste Ansiedlung ist Gut Dunkelforst. Sonst werdet ihr hier kaum gottesfürchtiges Volk finden. Räuber und Hexen machen sich die Abgeschiedenheit des Forsts zunutze. Wenn man sich die Größe der Festung Blutberge betrachtet, mag das mal anders gewesen sein. Das Bollwerk war gewiss einst das Herzstück der Baronie, doch heute ist es nur eine Ruine, die von verwerflicher Magie umgürtet wird. Preis allein weiß, was darin vorgeht. Da wäre noch was anderes. Was haltet ihr von den Hexen? Ihre Magie ist gefährlich und verleitet sie leicht zum Frevel, zur Buhlschaft mit dem Namenlosen. Aber sie haben dennoch Anrecht auf einen ordentlichen Prozess. Einige meiner Mitstreiter machen es sich einfach, wenn sie alle Hexen im Sumpf, alle Hexen mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen. Ja, was könnt ihr mir über den Großinquisitor sagen? Großinquisitor Armando Laconda da Vanya ist ein gefürchteter Dämon- und Kultistenjäger, ein Diener der Gerechtigkeit. Doch irgendwie scheint er mir in den letzten Tagen gewandelt, voller Hass und Übereifer. Aber das soll euch nicht kümmern. Paios Wege sind unergründlich und wenn es ihm gefällt, seinen bedeutendsten Streiter mit solcher Hingabe zu erfüllen, so sei es.
Ja, erscheint mir die geweihte Varina nur so fanatisch oder ist sie es tatsächlich?